Hallo Leute, zur Abwechslung möchte ich mal wieder auf meinem Kanal ein kleines Poetry machen. Seid gespannt, es ist richtig lang geworden und ich weiß, das sieht jetzt nicht so gut im Video aus. Ich muss das ablesen, weil das sind so, ja, fast 2 Seiten. Das ist einfach zum Auswendiglernen vielleicht so ein bisschen hart. Deswegen lese ich das so ein bisschen ab, hab das aber videotechnisch ein bisschen cooler aufbereitet. Lasst euch überraschen, es geht los nach dem Intro. Das etwas längere Poetry heißt Das Leben und basiert natürlich so ein bisschen auf meinem eigenen Leben. Und lasst euch überraschen, es geht wie immer gleich los. Am Anfang, dort ist ein Mann und eine Frau. Sie tun das Natürlichste aller Dinge, ihrem Leben einen Sinn, Bedeutung verleihen. Ekstase, wilde Schreie, ein Klimax. 9 Monate später wirst du geboren. Du kommst nicht an in der Welt. Du wirst hinausgeworfen, nackt, verwirrt und unfähig. Du kannst dich nicht orientieren, da dir die Augen fehlen. Du kannst dich nicht orientieren, da dir die Ohren fehlen. Du kannst dich nicht orientieren, da dir die Nase fehlt. Du kannst dich nicht orientieren, da dir die Haut fehlt. Also lernst du. Du lernst die Welt kennen, wächst auf, lernst kennen, lernst mögen, lernst nicht mögen, lernst lieben, lernst hassen, lernst sehen, lernst hören, lernst riechen, lernst fühlen. Die Welt richtet dich, sie stellt dich ein, du stellst dich ein. Das Leben erscheint dir simpel. Dort gibt es Sinn, dort gibt es Liebe, dort gibt es Hass. Wilde Schreie, eine Bodenwelle, Genickbruch, das Pony ist tot. Blut fließt keines, Blut fließt nie. Noch nie ist dort Blut geflossen. Wie könnte es auch? Wunden entstehen dennoch. Brennende Wunden voller Hass und Liebe. Und dahinter ist mehr. Du erkennst mehr. Deine Augen öffnen sich, deine Wunden schließen sich. Narben zeichnen dich von nun an bis zu deinem letzten Tage. Narben unsichtbar und sichtbar. Narben nicht auf Fleisch entstanden. Deine Ohren befreien sich, du hörst die Welt, sieh dich nicht. Wilde Schreie, Blut, das jeden Tag fließt. Du hörst das Leben, es gleicht einer Symphonie, wenn alle Lebewesen gleichzeitig atmen und wachsen. Die ersten Geigen verstummen und waren fortan nie mehr gehört. Ihr Spiel wacht noch nicht zu Ende. Deine Nase öffnet sich, du riechst mehr, als du je gerochen hast. Vertraute Gerüche scheinen nun fremd, Fremde anziehend. Dumpfe Düfte umgarnen dich, hastig zehren sie an dir. Die Welt riecht bereits anders, doch das Bekannte dominiert und kontrolliert. Du wirst berührt, deine Haut brennt, es ist ein starkes Brennen tausender Funken. Die Glut explodiert, die Welt verstummt, die Welt erlischt, die Welt stinkt erneut. Du bist nur ein Haufen lebendig gewordener Asche, der jeden Tag die Qualen des Lebens erleiden muss, nur um am Ende zu Asche zurückzukehren. Ist dort Sinn? Ist dort Bedeutung? Ist dort mehr? Eine Person tritt in dein Leben. Seit deinem Pony hast du viel Zeit verbracht, dein Innerstes hinter einer dicken Mauer zu schützen. Es sollte unantastbar sein, jedoch diese Person tänzelt so zielstrebig, energisch und elegant über die Mauer hinweg und kann dich ergreifen. Die Person erblickt deinen blanken Kern. Die Person erhört deine Sehnsüchte. Die Person riecht deinen lieblichen Duft. Die Person spürt deine Scheue. Lange Zeit warst du alleine hinter dieser dicken Mauer. Zombiehafte Jahre ließen deinen Kern erschwärzen, Farben verblassten, Melodien verstummten, Gerüche vermoderten und Gefühle verkrampften. Eine innere Zerrissenheit steigt in dir auf. Die Person oder deine Suche, das Bekannte wird abgestoßen wie ein fremdes Organ und damit auch die Person. Das ist nicht das Ende, das ist der Beginn. Du begreifst dich. Du bist zwar nur ein lebendig gewordener Haufen Asche, der jeden Tag das Leben erleiden muss, doch du erkennst mehr. Die Welt hat sich in deinen Augen gewandelt. Sie hat unendlich viele Farben, unendlich viele Graustufen, unendlich viele Strukturen, unendlich viele Texturen. Die Melodie der Welt ist nicht monoton.
In ihr spielen viele wunderbare Instrumente, die ihren ganz eigenen Klang besitzen. Zusammen ergeben sie ein einzigartiges Orchester. Die Welt riecht verführerisch, anziehend und erfrischend. Neben süßlichen, lieblichen Gerüchen entdeckst du auch faulige, modrige Nuancen. Die Welt fühlt sich manchmal hart und grausam an und dennoch kann sie zärtlich und liebevoll sein. Die Facetten sind unzählig. Und mitten in dieser Welt erkennst du dich. Du stehst auf deinen Beinen und gehst in dieser Welt auf und ab. Du beeinflusst und wirst beeinflusst. Lernst dazu und lehrst deinen Weg. Du warst nie isoliert hinter dieser dicken Mauer. Du warst nie unantastbar und du hinterlässt achtsame Spuren im Sand des Lebens. Keineswegs permanent, jedoch prägend. Und so gedenkst du deiner Eltern. Nur wenn wir fest nach den Sternen greifen, können wir das Weltliche verlassen und uns zu höheren Sphären aufschwingen. Nur dann kannst du die Qualen des Lebens abstreifen und den Geist befreien. Nur dann kannst du mögen, lieben, hassen, sehen, hören, riechen, fühlen. Nur dann kannst du ganz und gar Mensch sein und deinem Leben einen Sinn verleihen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt hier draufklickt oder hier draufklickt, kommt ihr zu den letzten beiden Videos. Da kommt ihr direkt hin und könnt euch das Video natürlich auch gerne noch anschauen. Ich hoffe, das kleine Poetry hat euch gefallen. Mir persönlich macht es ja immer sehr viel Spaß, sowas zu schreiben und euch dann in Videoform zu präsentieren. Ja, wir sehen uns einfach nächste Woche. Habt bis dahin eine wunderschöne Zeit. Nochmals danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns und vielen Dank und tschaußen!